Ich wollte ihn doch nicht umbringen, niemals. Lügner! Helena, bitte. Geh. Ich hasse dich, will dich nie wiedersehen. Du sollst gehen, habe ich gesagt. Tristan. Tristan, die Schuld zu geben, ist nicht fair. Wenn er Anni nicht gefunden hätte, warst du dabei? Hast du gesehen, was passiert ist? Helena. Ich glaube ihm kein Wort, nicht nach allem, was er uns angetan hat. Helena, jetzt komm mal wieder runter. Egal, was Tristan mit dieser Geschichte zu tun hat, Andi kämpft hier um sein Leben. Anni war gerade echt so gut drauf. Endlich mit Helena nach Kambodscha. Die beiden haben so viel Mist erlebt. Ausgerechnet jetzt dieser beschissene Unfall. Du denkst aber auch, dass es ein Unfall war, oder? Ich traue Tristan wirklich eine Menge zu, aber Anni umzubringen, da war Helena einfach völlig drüber. Das denke ich auch. Trotzdem verstehe ich sie. Du hast ja gesehen, was sie für eine Angst um Anni hat. Nicht nur sie. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir wären im Krankenhaus geblieben. Was sollen wir denn da machen? Außerdem sind Nico und Helena doch da. Und ich wünschte, Christian wäre jetzt hier. Vielleicht rufe ich ihn mal schnell an. Apropos, ich könnte mein Handy auch mal wieder anmachen. Wenn ich wüsste, wo es wäre. Gut, ich meine, was soll der Arzt uns auch jetzt sagen? Man muss halt warten, ob man den Druck in Andis Gehirn senken kann. Wo ist das Ding denn jetzt? Ich würde alles für Andi geben. Weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Andi hat mir früher so oft den Arsch gerettet. Das war ein Freund, auf den ich mich immer verlassen konnte. Allein der Gedanke, dass ich jetzt...